Servus Leute, willkommen zurück zu Dead Space. Im letzten Part haben wir gegen den Leviathan gekämpft. Ich nehme mal an, dass das der Leviathan ist. Und er hat uns gleich volle Kanne auf die Mütze gegeben, weil ich Dödel die falsche Munition und die falschen Waffen am Start hatte. Deswegen habe ich mir Plasma-Energie gekauft und sollte jetzt hoffentlich gegen diesen Leviathan bestehen. Denn wenn nicht, wäre das natürlich schon so ein bisschen dumm. Lebensmittelkammer. Ach so, das ist die Lebensmittelkammer. Den Leviathan töten. Okay. Njum. Und ich bin überrascht, wie viel Dead Space ich. Gut, Licht. Ich bin überrascht, wie viel Dead Space ich aufnehme. Weil. Das Problem ist. So langsam aber sicher geht meiner Festplatte die Puste aus, weil ich so viel Dead Space aufnehme, / aufgenommen habe. Ich habe jetzt, glaube ich, 12 oder 13 Parts schon mal voraus auf Lager. Und ganz im Ernst, das hatte ich noch nie bei Dead Space. Wow, hinter mir. Boom! Einmal eine Bombe gezündet und ich fliege sowas von in die Luft. Ich glaube, das sollte ich gar nicht machen, alles hier so neben mich hinstellen. Habe ich hier jetzt die Munition und dergleichen alles schon eingesackelt? Ich denke nicht. Ist die Tür jetzt zu? Ja, jetzt ist die Tür zu. Hatte ich die Munition hier jetzt überall oder nee? Was liegt denn da hinten? Mit dem Big Nickel. Okay, das heißt die ganzen Items und so hatten wir alle hier noch nicht. Gut, jetzt kann ich wieder suchen. Wo war denn alles? Sind mittlere Medipacks. Hier war irgendwo eine Strahlenmunition, glaube ich. Aber wo? Jetzt kann ich das alles wieder suchen, oh Mann. Ich glaube, ich bin blind. Naja, ich habe mir jetzt genug Medipacks, muss ich eben mit der Plasma-Dings kämpfen. So, komm her! Fairy Leviathan. Nee, Fairy Leviathan ist eine ganz andere Figur. Moment, kann ich die stasifizieren? Nee, natürlich nicht, war ja klar. Okay, erster Hieb. So, erstes Tentakel ist weg. Okay, da ist das zweite. Habe ich getroffen? Nee, natürlich nicht. Ah, habe ich den zweiten Hieb abbekommen? Macht aber nichts. So. Schon mal vorbereiten. Jetzt kommt das dritte Tentakel. Jetzt. Habe ich getroffen? Weiß nicht. Oh, es ist Linkshänder. Oh. Linkshänder? Wie komme ich auf so einen Schwachsinn? Danach. So, drei Schuss noch, ich habe alles verballert. Jetzt! Ja, ich habe wieder mal ordentlichen Debuff bekommen. Bam! Soll ich noch das und das? Okay! Oh! Ich weiß, glaube ich, wie ich mache. Jawohl. Warum? Nehme ich noch? Wie viel Energie habe ich? Wenig. Lass mich in Ruhe. Schnell. Du bist doch so eine Drecksau. Moment. So. Jetzt mal mit Ruhe und Bedacht. Auf zu rülpsen.
Sie ist so dämlich. Was ist denn? Da oben ist es. Ich habe eine Idee, ich renne. Hätte ich gleich machen sollen. So. Ich habe jetzt natürlich nicht mitgezählt. Rein ins Maul! Habe ich getroffen? Okay. Geil. Der Feuerball bringt sogar was. Feuerball, flieg! Au. Achso, das Teil hat Schaden, weil ich... So ist das also. Du verträgst kein Feuer. Das Teil da dreht sich aber ganz schön. Ja. Auf zu rülpsen. Einmal noch. Habe ich es getroffen? Nee, noch mehr Tentakel. Und ich habe keine Munition mehr. Shit. Ja. Da hinten. Hier ist Teil. Hallo? Dämlich. Aufs Tentakel. Ey, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Nein, 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 nein. Es hat mich getroffen. Ja, ich werde verrecken wieder mal. Ich glaube, ich sollte mal im Kreis rennen. Einzig und allein, um mich umzugucken. Okay, da ist eins. Da ist eins. Hin und bam. Ich habe voll verfehlt. Ohne Munition schaffe ich das nie. Oh, oh, oh. Moment, jetzt schießt er wieder. Ich habe eine Idee, ich muss näher rangehen, genau. Moment. Achso, ich kann nicht näher ran, also. Ja, toll. Das ist doch so ein Schnarrn. Ich hab nichts mehr, nur das. Shit, das hätte ich aufhören sollen. Die Waffe. Ja, eigentlich kann ich es jetzt eh wieder kneten. Wie mache ich das jetzt am besten? Was ist denn geht? Ach, spinnen wir mal ab. Hahaha, einfach weil ich es kann. Ja. Und zack. Jetzt lebe ich immer noch. Jetzt töte mich. Einfach weil es kann. Bring mich endlich um, verdammt. Na endlich, hat auch lange gedauert. Ich brauche definitiv Munition. Und irgendwie muss ich besser mit meinem ganzen Zeug umgehen.
Wie mache ich das jetzt am besten? Lass mich überlegen. Da bringt mir auch die volle Rig nichts, wenn ich keine Munition habe. Entritt Schwerelosigkeit. Ich muss jetzt genau aufpassen. Ist noch offen, nicht wahr? Genau. Ich muss aufpassen, ich darf mich nicht zu weit entfernen. Da oben ist die Strahlenmunition. Ne, das ist das Medipack. War noch irgendwas. Medipack groß. So, die Items verändern sich immer. Das große Medipack kann ich gut nutzen zum Verkauf. Guck mich nicht so blöd an. Ich habe Angst, mich zu weit zu entfernen. Das da hinten. Ende der Nee, ich gehe erstmal Schwerelosigkeit. zurück. Und das große Medipack bringt einen ganzen Haufen Kohle. Ich will das nicht einfach so aus dem Fenster geschmissen haben. Irgendwie habe ich Probleme in diesem Spiel, aber nur weil ich die falschen Entscheidungen treffe. Das ist suboptimal. Weil ich leider dumm bin. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Perfekt. Jetzt habe ich einen ganzen Haufen Kohle. Ich brauche auf jeden Fall Plasma-Energie. Ich brauche einen ganzen Haufen Munition. Wie viel habe ich? Geht so. Strahlenmunition wäre an sich auch nicht verachtenswert. So mache ich das. Perfekt. So, und wenn wir mit so viel Munition das jetzt immer noch nicht reicht, dann verstehe ich nicht, was ich falsch mache. So, ich hätte vielleicht einen Sicherheitsspeicher anlegen sollen, aber egal. Hallo? Und ja, Soma, ich weiß, ich bin schlecht in dem Spiel. Jetzt brauchst du nicht extra schreiben. Ich meine, du bist logischerweise besser, weil du das Spiel auf unmöglich spielst und selbst da stellst du dich besser an als ich. Eintritt Schwerelosigkeit. Mach an das Licht. Ich muss jetzt aufpassen, ich darf mich nicht zu weit entfernen. Scheiße. Naja. Die ganzen Kanister sind irgendwie weg, die Explosivkanister. Die da nehme ich. Okay, Medipack Mittlers hätte ich zwar auch verkaufen können, aber ein paar brauche ich auf Reserve. Hoppla. Egal, komm her, Leviathan. Jetzt gibt's ordentlich aufs Maul. Und drüber fliegen. Bin ich getroffen worden? Ich denke schon. So, nachladen. Au. Ey, das Teil brennt. So, erster Arm ist weg. Du kommst mit. Jetzt kommt da gleich ein nächster Arm raus.
Au. So, nochmal eins. Ja, es ist eine Leiche, verschwinde. Egal, ich werde schon so schaffen. Komm her. Immerhin ein Treffer hatte ich. So. Jetzt mach das Maul auf. So, jetzt muss ich im Kreis sein, genau. Nein! Glotz nicht so. Au. Okay. So, und jetzt Medipack. Mehr. Ja, vielleicht muss ich näher rangehen. Das da will ich. Und gerade noch gerettet. Der Kampf hier dauert aber schon ganz schön. Jawohl. Und weiter geht's. Mann. Und jetzt wieder da reinballern mit den Fetten. So. Halt die Klappe. So. So, weg damit. Ich glaube, ich muss das so machen. Geht die Munition aus. Au! Es war zu langsam. Das Feuer schadet ihm tatsächlich. Feuerbälle! Scheiß Tentakel, verpiss dich. Ich hab's doch angesogen. Medipack. So. Ja, ich wollte eigentlich saugen. Wow, das war knapp. Isaac, du hast es geschafft. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Töne halten wird. Boah. Das war hart, scheiß Viech.
mir die Pikmin. So, jetzt muss ich herumrennen und gucken, ob das Teil irgendwo was verloren hat. Weil ich bin wieder mal sehr am Arsch. Und diesmal habe ich nicht mal Geld, um mir was zu kaufen. Ja, ich weiß, ich habe mich dumm angestellt gegen den Leviathan. Das braucht mir keiner zu sagen. Aber, naja. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich werde jetzt einfach nur mehr so hier Performer halber ein bisschen rumrennen. In der Hoffnung, dass ich irgendwo was finde. Und das Einzige, was ich bisher habe, ist ein mittleres Medipack. Und mit einem mittleren Medipack alleine werde ich nicht so weit kommen. Wenn der wenigstens einen Energieknoten oder so fallen gelassen hat, dann würde ich mich so freuen, aber hier liegt nirgendwo was. Hier liegt gar nichts. Ja, es bleibt mir da noch anderes übrig. Ich bin wieder mal leicht am Arsch. Ende der Schwerelosigkeit. Ich habe wenig Schuss. Ja, sehr wenig Schuss sogar. Ich habe nur 3 Schüsse. 3 Plasmaschüsse. Oh, mit dieser Waffe habe ich zum Glück noch. Und einen einzigen Flammenwerfer. Das heißt, ich werde wohl mit der Energiekanone jetzt rangehen müssen. Mir wird nichts anderes übrig bleiben. Ich muss mich wieder mal von 0 auf 100 hochpushen. Naja. Das ist nicht das erste Mal. So. Shoppen. Ich habe ein mittleres Medipack, das bringt mir zumindest ein bisschen Kohle. Deswegen muss es weg. Plasma-Energie. Strahlenmunition ist mir jetzt im Moment leider zu teuer. Deswegen nehme ich die Strahlenmunition. Plasma-Munition meine ich. So. Ich habe jetzt eine Distanzwaffe, ich habe keine Medipacks, zum Glück ein bisschen Energie. Eine Distanzwaffe und eine Nahkampfwaffe. Okay. Gut, dann würde ich sagen, das war der heutige Part von Dead Space. Wir haben den Leviathan vernichtet. Ich weiß, ich habe mich sehr blöd angestellt, aber... Naja, ist blind. Und in Horrorspielen bin ich generell nicht so gut. Dann müssen wir als nächstes zurück. Alles klar, das war Dead Space für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pferde.